Wer sich jetzt noch erinnern kann, was ich vorher gesagt habe, der weiß auch, von was ich rede. Ja. Vorher, nach der Aufnahmepause, wollte ich eigentlich kurz Witz anbringen, aber das habe ich dann wieder vergessen. Nicht verworfen, sondern vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich sagen, ja, die Pause hat ein bisschen länger gedauert, aber da ich ja nicht streame, sondern eigentlich nur ein YouTube-Video schneide, also aufnehme, kriegt ihr eh dann nichts davon mit, wie lange ich die Pause gemacht habe. Also von dem her, kein Problem. Okay, ja gut, fahre ich gleich fort, ist kein Problem. 125 für die nächsten, also 25 für die nächsten zwei Gegner wird schwierig. Wird echt schwierig. Ja, das Crossroads hätten wir uns wirklich sparen können. Also Crossroads war echt unnötig, das mitzunehmen. Gut, bis 144 würde ich es auch noch probieren. Ich würde mal sagen, mit bis 120, aber der 5, der hat nämlich über 300 Leben. Und das ist echt heftig. Also ich nehme die Werte nehme ich jetzt wieder von den Aliens am Anfang. Da hatte ja auch der 5, der dann über 300 wieder. Was echt schlimm war. Das hier sind alles Ninja, ne? Das sind alles Ninja. Weißt, kommt mir vor. Ich weiß nicht. Das mit den Hungerhaken finde ich nicht so geil. Diesen Effekt finde ich nicht so geil. Weil da steht ja, du kassierst mehr, weichst aber öfter aus. Ich weiß nicht, ob der Vorteil so geil ist. Ob der wirklich so geil ist. Da finde ich die starken Beine wesentlich besser. Weil da trainiert man die Beine besser. Und das finde ich schon mal so geil. Ich weiß nicht, ob man den Effekt irgendwann mitkriegt oder so, aber das finde ich auf jeden Fall geil. So, wie sieht's aus? Mach ihn fertig. Das Schlimme ist, die Piraten werden nicht besser und wir werden jetzt aber auch nicht mehr besser. Dann frage ich mich nur, wie wir das eigentlich ihm jemals schaffen sollen. Weiß ich nicht. Das weiß ich echt noch nicht. Na, wenn wir so kämpfen gegen den 5. auch noch, können wir natürlich kämpfen, ne? Das ist kein Problem. Also bei 150, wie gesagt, hätte ich überhaupt keinen Puff, würde ich überhaupt nicht nachdenken, gegen den 5. zu kämpfen. Weil da haben wir so viel Energie, das ist kein Problem, ja. Wir haben die Hälfte von seinem Leben. Das geht. Aber unter 100 ist dann schon tragisch, weil er auch enorme Damage macht. 89? Nee, das ist mir zu heikel. Das ist mir echt zu heikel. Ich nehme den Preis. Wir können dann auch theoretisch gleich gegen Hulk Hogan kämpfen. Na, wir können auch gegen Hulk Hogan gleich kämpfen. Ja, kämpfen wir gleich gegen Hulk Hogan. Macht ja nichts. Kommen wir ein bisschen Fleisch rein. Eine Pizza. Wunderbar. Okay. Gut, dann kämpfen wir auch gleich gegen Hulk Hogan. Ich könnte mir theoretisch jetzt einen Trank wiederholen, aber nee, lieber nicht. Huch! Das ist doch gar nicht Hulk Hogan. Das ist Ryo. Das ist einer von den Street Fightern. Geil, der ist auf dem gleichen Level wie wir. Das finde ich nicht so geil. Gut, er ist ein bisschen lower. Das heißt, von den Werten sollten wir gewinnen, ne? Aber er hat halt schon einen Roundhouse-Kick. Ja, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir Ryo schaffen. Und wenn er herschlägt und uns nicht trifft, ist kein Problem. Aber ich glaube, gegen Hulk Hogan ist der Vorletzte. Jetzt kommt's mir, ja. Alter, von was kriegen wir gerade Damage? Ah! Scheiße, der hat den Cobra-Griff drinnen. Also den Cobra-Tritt hat der. Deswegen, da kommt der Damage. Da schlagen wir natürlich weniger zu. Ich habe so das Gefühl, die Gegner können ihre Skills auswählen, wie sie wollen. Ah, er hat jetzt... Okay, er hat den Cobra-Tritt weg. Aber schau, bei uns ist er... durchgehend drinnen. Weiß ich nicht, ob das jetzt vom DLC so ist. Ob das wegen DLC vielleicht gefixt wurde ein bisschen. Gut, aber Ryo ist auch kein Problem. Den schaffen wir auch. Ryo Grande und vorbei. 2000 als Belohnung. Ach du Kacke. So, jetzt ist aber Hulk Hogan dran, ne? Weil da war auch das Bild von Hulk Hogan. Ja, da war auch das Bild von Hulk Hogan. Jetzt gucke ich mal. Nicht genug, ja, schon klar, ne? Ja, ja, schau, hier, ne? Ryo, wir kämpfen, in Wirklichkeit kämpfen wir jetzt gegen Ken. Das ist der zweite Street Fighter. Ken, keine Ahnung, wie der heißt. Boah, der wird heftig. Mit 19 Ausdauer, 12, 14. Puh, das ist eine Schildkröte.
Und dann Karl Kogan. Mit unendlich Energie und Berserker. Das heißt, energiemäßig werden wir ihn nicht down kriegen, aber vielleicht können wir seine Energie runterziehen. Weiß ich noch nicht. Okay. Jetzt können wir theoretisch mal die Punkte hier anfarben. Für das da. Weiß ich nicht. 1800 würde ja auch 3000 HP kosten. Also Dings kosten hier. Weiß ich nicht. Okay, dann Punching Ball. Zeit einfach verstreichen lassen können wir auch nicht. Wir müssen ja trainieren. Wir können ja nicht anders machen. Vielleicht... Ja, ich weiß nicht, ob es sich ausgeht, für den nächsten Kampf dann schon den Roundhouse Kick dabei zu haben. Weiß ich nicht. Dass so geil ist. Ich weiß nicht, das letzte Teil brauchen wir eigentlich auch gar nicht, oder? Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Falls jetzt gerade wer das Wort eigentlich nicht verstanden hat, ich habe mich gerade hochgesetzt und währenddessen gesprochen. Und da ist das Licht eigentlich, müsste jetzt eigentlich weg sein vom Fenster. Wahrscheinlich auch, weil ich es dann nachher bearbeite und dann ist es wirklich weg. Weil es zu leise war. Ja, ist der Nachteil an einem USB-Mikrofon, dass es ein Eigenrauschen mit sich hat. Und somit auch ein Stream ein bisschen kritisch wird, muss ich sagen. Okay. Warte. Kurz noch. Einmal, also... Okay, reicht. Runter da. Und in die Muckibude. Und wir kämpfen schon gegen Silvio. Und los geht's. Ja, Silvio ist eh kein Problem mehr eigentlich. Nee, nee, nee. Komm, verpiss dich. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt kämpft er gar nicht, oder was? Ja, nee, also gegen Rio... Also die Bosse sind leichter als diese Settings, ne? Ich würde auch schon gerne noch das dritte Setting zeigen. Es gibt ja nur drei Settings, deswegen... Ich würde auch das dritte schon gerne zeigen. Gut, 150, 70 ist eigentlich die Hälfte, ne? Das heißt, wir könnten ihn sogar down kriegen in der zweiten Runde. Ja... Könnte was werden. Nee. Okay. Ja, wir haben trotzdem gewonnen. Ist auch okay. Sage ich ja nicht nein. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurück. Und wir werden dann einfach... Am nächsten Tag werden wir dann... Ja, haben wir dann 25. Das passt dann ganz gut. So, ein bisschen laufen. Damit die Ausdauer schön immer auf 9 bleibt. Das soll ja nicht runtersinken. Runterfallen. So, ein Ausdauer 9. Perfekt. Ich würde es doch cool finden, wenn man es füllen könnte, bis auf C, kurz vor C, also bis hierhin, ne, und dann steht es einfach an. Da kann man nicht mehr. Das würde ich noch cool finden, dass man das zumindest füllen kann in der Hinsicht. Dann könnte man es füllen, hätte einen kleinen Puffer, ne? Und so schiebt es, rutscht es immer gleich runter auf. Also werden 88 Punkte abgezogen und rutscht direkt auf 8 runter, ne? Ist auch traurig. Und so würden auch 88 Punkte abgezogen werden, aber nicht runterrutschen, ne? Und man müsste dann nicht immer die Ausdauer gleich hochtrainieren, sondern es reicht am Tag vorm Kampf oder direkt am Tag des Kampfes, ne? Hochtrainieren und fertig. Aber ja. Ich muss... Ausdauer trainiere ich... Ich trainiere sie ja sowieso immer, ne? Also ich trainiere sie ja sowieso mit, müsste... Trainiere sie ja nicht extra. Weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt müsste. Ich weiß gar nicht, ob ich das extra überhaupt müsste. Ich glaube, es reicht, wenn ich die beiden Sachen einfach mitnehme. Ich weiß gar nicht, ob das noch was bringt. Es hat sowieso nie was gebracht, meiner Meinung nach. Ich glaube, da trainiert er einfach nur noch einmal schneller, verbraucht aber halt gleich viel Werte. Also es macht keinen Unterschied, aber es ist halt ein bisschen schneller, glaube ich. Ja, also langsam, die Geschicklichkeit steigt langsam. Man sieht es, 366 bekommen wir und 252 haben wir verloren. Hier, 88, Alter. 81 natürlich, meine ich. 81 Punkte, ja. Alter. Boah, das ist heftig jetzt gewesen. Was mache ich hier? Ja, ich hole mir gleich was zu essen. Wenn ich schon hier oben bin. Ich wüsste nicht, warum ich Kaviar essen sollte, ganz ehrlich. Es ging ja schon wieder zu kämpfen. Gut, dann gehe ich wieder in den Keller. Etwas Ausdauer trainieren.
Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Yeah. Komm, hoch mit dir auf 9. Bams. Hoch auf 9. Perfekt. So, jetzt ist natürlich wieder das Teil hier verschoben, ne, auf das. Das finde ich meistens nicht so geil. Wenn ich das jetzt wieder verschoben habe um eine Zeit, aber okay. Jetzt sollen gleich den machen und dann wieder weiter trainieren. So. Jetzt können wir zumindest einen weiteren Skill machen, den wir wahrscheinlich aber nicht brauchen werden. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen, ob wir den mitnehmen. Ich probiere den vielleicht in der ersten Runde, probiere ich den vielleicht. Ich probiere dann eine neue Konstellation von den Werten hier. Muss ich mir dann noch angucken. Oh, der lag jetzt schnell. Aber wir machen jetzt den scharfen Stich, damit wir dann zum Roundhouse-Kick kommen können und dann hier alles haben, bis auf die kontrollierte Wut. Das heißt, scharfer Stich, ne? Ah, das ersetzt Schlaghagel, oder was? Ah, das ersetzt Schlaghagel. Okay, ja, das haben wir sowieso nicht dabei. So, Roundhouse-Kick ist dann noch, aber... ja. Gut, ich habe keine... Du siehst heute wieder besonders stark aus, mein Freund. Ja, danke, Apu. Ja, hast du Apu, oder? Ich habe gerade die Simpsons-Stimme im Kopf, also ich glaube, der heißt Apu. So, mitnehmen. So, dann gehen wir gleich essen und dann geht's los in den nächsten Kampf. Kampf von, also Tagkampf 2, 223, alter Schwede. So, ich esse zusätzlich noch eine Pizza. Einfach aus dem Grund, damit wir wirklich volle HP haben, ja. Okay, Ding Kong, los geht's, würde ich sagen. Da wir nicht gegen den Kühn kämpfen können, würde ich mal sagen, machen wir das wieder. So, jetzt wollte ich eigentlich die neue Skillung ausprobieren. Das würde bedeuten, dass... es würde bedeuten, dass das wegkommt. Dazu kommt dann das dazu. Crossroads, das kommt auch weg. Und dann würde theoretisch der scharfe Stich wegfallen. Deine Schläge können bis zu 40% der ausdauerbedingten Verteidigung deines Gegners ignorieren. Ja genau, und dafür würde ich aber dann... ich probiere das mal in der ersten Runde. Probiere ich das mal. Ja, das ist jetzt theoretisch die andere... mehr theoretisch die andere Skillmöglichkeit, so wie ich das sehe. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Wir brauchen wesentlich mehr Ausdauer. Ah, vielleicht muss ich da dann... vielleicht gehört das dann auch noch weg, ne? Gegen den... das vielleicht dann austauschen noch gegen den... gegen den Roundhouse-Kick. Weil der braucht schon sehr, sehr viel Energie. Na komm, legen auf die Matte, damit er mal down geht. Damit er mal hier was von Energie wegfällt. Na komm, jawohl, 27. Wir haben ja schon viel verloren eigentlich. Muss ich sagen. Wir brauchen ja Windstrom ausweichen, brauchen wir ja nicht, ne? Weil das ist ja das Gleiche. Es braucht nur... verursacht Schaden beim Gegner, ne? Also, Gegenangriff. Das heißt, wir können hier... wir weichen da im Prinzip aus und ja. Okay, er ist mal down. Das heißt, er hat dann keinen Damage mehr gemacht. Das ist auch witzig, ne? Ja, zuerst ein bisschen Damage, dann extremen Damage, nochmal extremen und dann nichts mehr. Ist immer sehr witzig anzuschauen, weil ich muss gucken, wie spät es ist. Oh, okay, ich muss bald schlafen gehen. Da ich gestern so lange auf war. Was war daneben? Das war daneben. War 5 ist schon... aua. 5, 10. Ah, es ist schön, so eine Combo zu sehen. Bei anderen. Wenn der Damage bei anderen siehst. Also hier, wenn hier was aufploppt, das sehe ich gerne. Ja. Ich weiß nicht, die Skillung braucht, glaube ich, mehr Energie. Vor allem wegen dem hier, ne? Braucht definitiv mehr Energie. Weiß ich nicht. Muss ich gucken, ob das wirklich so die gewinnbringende Skillung ist. Also, mir gefällt auf jeden Fall der Tiger am besten bis jetzt. Einfach, weil der auf Ausweichen und Geschicklichkeit sitzt, ne? Die Schildkröte wäre dann das zweite, was mich interessieren würde, weil es wirklich, weil die extrem auf Ausdauer setzt und auf Stärke, Ausdauerstärke, wenig Geschicklichkeit. Kann ich mir leider aber nicht ganz so gut vorstellen, weil ich glaube, durch die Geschicklichkeit trifft er dann weniger. Was ich dann auch
komisch finde. Ja, und Berserker ist dann, also die Stärke ist dann das Uninteressanteste für mich. Aber ich glaube, dass die Ausdauer. Alter, das ist gerade gesunken. Ja, wahrscheinlich geschlagen haben. Ich finde gerade, also ich finde ausdauermäßig gesehen, also Schildkröte ist, glaube ich, das Schwierigste. Ich glaube, das ist aus dem Grund das Schwierigste, weil man am Anfang, glaube ich, tut man sich das sehr schwer. Weil man am Anfang ausdauermäßig wirklich schön skillt, also das muss man richtig hochhalten. Und ich glaube, da ist man... hat man am Anfang ziemliche Probleme. Und sobald man aber dann höhere Skills hat, auch den Weg eingeschlagen hat, ist das, glaube ich, besser. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass da Schildkröte der schwierigste Weg ist. Welcher Weg der leichteste ist, kann ich nicht sagen. Ob das wirklich der Bär ist oder ob das nicht vielleicht doch der Tiger ist, kann ich echt nicht sagen. Aber man sieht es ja, wenn man den Tiger so skillt wie ich, ne, also falsch, indem man das Nachahmen skillt, was keines auch braucht, dann ist es meiner Meinung nach... würde ich meiner Meinung nach mal behaupten, dass es... Boah, der zieht echt Ausdauer, der Junge. Ja, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Boah, 28, okay. Also 38 hat er noch. Na komm, bitte. Ich glaube, da Schildkröte ist da traurig. Also ist da echt das Schwierigste. Okay, da liegt bei 108... Oh, hoppla. Schon wieder das Mikrofon bewegt. Ja, nehmen wir den Preis oder probieren wir es? Ihr werdet mich hassen, oder? Okay. 13,87. Wir können es mal probieren. Wenn wir zu viel Ausdauer verlieren, wechsle ich die Skillung einfach wieder. Die andere Skillung ist ja ausdauerschonend. Okay, der hat 215. Wenn wir ihn mal auf unser Niveau heruntergeprügelt haben, sollte es eigentlich gehen. Die Frage ist, ob er uns ab und zu auch trifft. Aber der hat so wenig Geschicklichkeit, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass der uns trifft. Oder wenn dann halt nur... Oh, Alter, das hat gerade wehgetan. Okay, ausdauermäßig, also energiemäßig sieht es noch gut aus bei uns. Komm, klatsch ihn auf den Boden. Auf den Boden, auf den Boden. Leg ihn hin. Yeah. 108, er ist auf unser Niveau. Er ist auf unser Niveau. Er trifft uns echt selten. Er trifft und hat uns jetzt ein einziges Mal getroffen. Ich nehme zurück, er hat uns zweimal getroffen. Aber energiemäßig sieht es gut aus. Energiemäßig sieht es echt gut aus. Er blockt ab und zu, macht da ein bisschen Damage bei uns. Er kann uns natürlich jetzt fertig machen, ne? Das ist mir bewusst. Also, wenn er uns jetzt noch zweimal trifft, sind wir down, ne? Okay. Ja, aber wir können nichts machen, ne? Wir können jetzt nur die Skills so lassen, wie wir sie haben. Es macht ja keinen Unterschied. 10. 10 Leben noch. Und dann. Selbst geschlagen, glaube ich. Ja, es hat aber nichts gebracht, ne? Also wir könnten jetzt noch gegen den kämpfen, aber ganz ehrlich, lieber nicht. 515, 250, bin ich zufrieden damit. Kann ich mit leben. Gegen Silvio haben wir schon gefightet, ne? Ja. Okay, dann gehe ich in den Keller. Trainiere noch ein bisschen am Punching Ball. Und dann geht's wieder nach oben. Also dann, weiß ich nicht, dann... Ja, müssen wir den... Ich trainiere jetzt mal, bis fertig ist, okay. Und dann gehe ich schnell zu Adriana und hole mir wieder unseren Bonus. Den brauchen wir ja sowieso. Hallo Schätzchen, ich bräuchte ein bisschen Liebe von dir. Ja, mach mir ein Geschenk. Dann können wir mal drüber reden. Okay, ich habe dein Geschenk gemacht. Und, wie sieht's aus? Oh, da bist du süß. Oh, danke. Ach, ich mach dir... Weißt du was? Ich mach dir noch ein Geschenk. Oh, das ist ja nett. Oh, du bist so nett. Du bist so süß. Du bist so wunderschön. Ja, verliebe dich. Komm, verlieben. Verlieben. Ja, ich weiß, dass du glücklich bist.
Alter, du wohnst in einer Riesenvilla. Sitzt den ganzen Tag hier rum, lest dein pinkes Buch und machst gar nichts. Also, ja. Okay, dann geht's runter wieder.